Hallo und so, willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Hallo! Hallo, beim letzten Mal Tammy. Tammy. Ich habe jetzt in der Pause zwischen den Aufnahmen eine Weile damit verbracht, diesen Screen anzustarren. Und ist mir die Idee gekommen, man könnte doch mal gucken, wer von unseren Zuschauern die wahren Undertale-Experten sind. Versucht doch mal anhand der Position dieser Leuchtdinger und der Animation der Blumen herauszufinden, wie lange die Pause zwischen den Aufnahmen war. Ja, na klar. Wenn ihr richtig liegt, gewinnt ihr nichts, aber es würde mir helfen, nachzuvollziehen, wie lange die Pause war. Denn ich weiß es auch nicht, ich habe es nicht getimed. Gut, so viel dazu. Ich glaube, die Position dieser Lichter ist tatsächlich random. Das kann sein. Also, darin, also aber das seine, die Menge an Zeit an einen zufälligen Faktor zu berechnen, ist vielleicht nicht so präzise. Aber ob sie wirklich random sind, werden nur die wahren Undertale-Experten wissen. Das ist richtig. Und das ist natürlich richtig. Oh, okay. Ah, die haben endlich einen Sinn, aber ich kann trotzdem gehen. Ja, tatsächlich haben die das. Okay. Den haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Muss ich. Warum ist der schon fertig? Das weiß ich nicht. Okay. Vielleicht ist das noch ein Alter. Guck mal, der eine bewegt sich und der andere nicht. Ja. Du schwenkst die Hüften. Plötzlich. Was? Ui. Ist das auch vorher schon passiert? Nein, das ist neu. Okay. Moldbick. Ach so. Aha, hab verstanden. Ja, Kreisels zurückhaltend. Moldsmall entwickelt sich zu Moldbick. Das passt. Das ist großartig. Du umarmst Moldbick. Ekliger Schleim bedeckt dich. Init singt. Ach verdammt. Sexy zucken, keuchisch zucken. Keusche. Das ist ein Zelda Boss. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Keusches zucken. So. Riecht nach einem Köderladen. Nach einem Köderladen. Loslassen. Du umarmst Moldbick nicht. Es mag, dass du seine Grenzen respektierst. Schwupp. Rah. Ich sollte heilen. Das wäre eine sehr gute Idee. Moldbick fühlt sich durch deine Präsenz nicht eingeschüchtert. Moment, hatte ich nicht noch eine... Also, ja. Nee, Ice Cream konnte man einmal benutzen. Das war was anderes, wo man zweimal benutzen kann. Ja, das war Bicycles. Ah ja, stimmt. Verkrieg. Astronürg. Erst nochmal ein Ice Cream. Astronürg. Das finde ich ganz lustig. Ja, vielleicht. Ach man. Moldbick fühlt sich zu sehen. Ja. Oh, sie sind beide fertig. Okay. Okay, das ist. Tschüss. Und Moldbick wurde wieder zum Moldsmall. Ja. Ich fühle mich irgendwie, als würde ich was dadurch erreichen, dass ich nicht den beleuchteten Weg nehme. Kann das sein? Dass du den Originalweg aufleuchtest. Höchstwahrscheinlich. Achso. Aber ich weiß nicht, auch nicht mehr ganz genau, was in diesem Raum. Ich glaube sogar der richtige Weg, den du gehst. Ja, das ist der richtige Weg. Soll ich zurück? Es gibt eine Sache in diesem Raum. Oder warte mir das im nächsten Raum? Geh mal eins weiter. Okay. Das war dieser Raum. Okay, nevermind. Was? Random Laterne ist einfach random. Also ich klicke die an und alles geht aus. Okay. Ja? Okay. Ohne Kerzen oder Magie mussten die Monster Kristalle verwenden, um die zu Hause zu finden. Ah. Leuchte ich? Du leuchtest ganz klein und ich glaube, ich würde diese Lampe benutzen. Ah, okay. So funktioniert das. Hm. Nee, nicht ihr beide. Verdammt sicher. Ich wollte eigentlich Frieden sagen. Seife und Schweiß gleichzeitig. Die ultimative Kombination. Ja. Werden die beiden geschippt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde. Obwohl nicht, ich glaube tatsächlich, dass es im vorherigen Raum war, was wir suchen. Oder? Soll ich so? Aber ich weiß es nicht. Such einfach. Such einfach. Ist das wichtig? Es gibt ein Secret. In den beiden Räumen. Einen dieser zwei Räume. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Ich kann sogar unter bestimmten Blickwinkel sehen, wo hier was ist. Hauptsächlich leuchtendes Gras. Ja, aber auch eben auch das nicht leuchtende. Kann ich das so halbwegs sehen, wenn ich eben so von oben auf den Monitor gucke? Die haben Textur, wenn sie nicht leuchten? Ja, offenbar. Nee, auf euch beide habe ich auch keinen Bock.
Tschüss. Hier geht's nicht weiter. Moment, ich reaktiviere das nochmal. Ja, dann war es im vorherigen Raum. Ist das wert genug, zurückzugehen? Es ist ja. Okay. Oh, das war hier. Check mal. Obwohl, ich weiß ne gerade echt nicht. Ich gehe nochmal zurück. Raum. Ich glaube, es war der Raum mit den Pilzen, doch. Ja. Ich erinnere mich nämlich an die Pilzen. An die Pilze. Nein. Ach man. Die mögen sich beiden. Oh, blau. Okay. Ah, nicht bewegen. Achso, ja, stimmt. Verdammt. Ich wusste gar nicht, dass Woschua das kann. Wow. Sicher, dass es Woschua war? Woschua hat diesen Kreisangriff auf. Für mich sah das wie Schweiß aus, irgendwie. Ich glaube, Schweiß ist noch nebendran überall rumgeflogen. Ja, kann sein. Aber dieser Kreisangriff gehört auf jeden Fall zu Woschua. Okay. Ah. So, jetzt muss ich nochmal den Weg finden. Den habe ich ja vorhin auch gefunden, ohne was zu sehen. So. Am Ende ist das Spiel so konstruiert, dass sogar die Pilze, die man vorher angeklickt hat, irgendwas in späteren Räumen verändern. Nee. Ich würde es inzwischen fast zutrauen. Ah, okay. Verstehe jetzt, wie es funktioniert. Naja, so funktioniert das genau, dass du halt hier und so, hier und da was machst. Hm. Hallo. Ja. Also ich mag die musikalische Atmosphäre, so wie kann ich schon mal sagen. Hoi, willkommen in Timdorf. Okay. Okay. Sprech sie mal nacheinander an. Gleich. Hoi, du solltest den Tim-Shop besuchen. Ja, ja, ich stimme zu, besuche den Tim-Shop. Okay. Das ist großartig. Hi. Hi, ich bin Tammy. Und das ist mein Freund, Tammy. Und das ist Günther. Hi, ich bin Tammy. Und das ist mein Freund, Tammy. Hi, ich bin Tammy. Vergiss nicht meinen Freund, Tammy. Hi, ich bin Bob. Ich wusste es. Das war so klar. Aber. Menschen sind so putzig. Tim, beobachtet Ei. Ei wird schlüpfen. Tim, stolze Eltern. Tim, Statue von Tim. Sehr berühmt. Sehr. Und einfach Eier. Pilztanz. Was könnte das bedeuten? Es symbolisiert meine innere Qual, von meiner Hüfe festgehalten zu werden. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Mein Kampf weiterzugehen, mein Kampf zu fliehen. Aber es nützt nichts. Verstehe. Es ist hart gekocht. Yep. Du hast Probleme. Das Gefühl, beobachtet zu werden. Das kommt mir fast so vor, als könnte man so ein Gemälde machen, wo sowas zu sehen ist und das Gemälde heißt, das Gefühl, beobachtet zu werden. Muss doch so ein Gemälde sein, dass die mit den Augen verfolgt, weil solche gibt es ja. Ja. Die einfach tief gemalt werden. Tim. Hörte, Menschen allergisch auf Tim. Ist okay. Tim versteht. Tim, auch allergisch auf Tim. Okay. Naja. Hi, willkommen im Tim-Shop. Dein Gesicht ist kaputt. Sein Gesicht ist super. Tim-Flocke. Tim-Flocke reduziert. Tim-Flocke teuer. Es ist übrigens ein und dasselbe Produkt, jedes einzelne. Toll. Studiumschein. Hey. Ja, ja! Nein. Du hast keine Kohle! Hallo. Nein! Super. Ich glaube, dem Game Designer ist langweilig geworden an der Stelle. Das ist übrigens eine Anspielung
kann man es in den Anspielungen an einem, an den zweiten Grafikdesigner, der an diesem Spielprojekt mitgemacht hat. Und danke, Einkauf. Chang. Okay. Chang, Shank oder sowas in der Art. Auf jeden Fall heißt so. Und das ist halt ihr Charakter. Was hast du? Und das ist auch gleichzeitig sie im Spiel. Okay. Was hast du mir zu sagen? Hi, ich bin Tammy. Okay. Hi, ich bin Tammy. Tams haben tiefe Geschichte. Ja, ja. Geh zum Tim-Laden. Okay, bye. Bye. Boy. Super. Du fühlst irgendetwas. Du bist erfüllt mit Entschlossenheit. Oh, oh, das finde ich, schade, dass ich nicht übersetzt. Willst du schon gehen? Was? Oder nicht für Studium zahlen? Das wurde nicht übersetzt. Es ist... Der originale englische Text geht so. You're feeling something. You're filled with determination. Wirklich? Moment. Ja, das ist der englische Text. Aber hier ist einfach nur Entschlossenheit, leider. Ja, stimmt. Ich glaube, du kannst Determination nicht wirklich übersetzen. Finde ich schade. Ich finde auch den Originaltext im Englischen so viel lustiger. Entschlossenheit, so viel besser geschrieben als... Bitte? Entschlossenheit oder sowas könnte man sagen. Ist hier irgendwas? Nee. Es gibt eine Sache, die du jetzt machen könntest. Aber ich habe... Und zwar... Ich habe keine Kohle. Wir haben aber gehört, wir können mit dem Tammy-Laden was verkaufen. Ach so? Ach, stimmt ja. Stimmt ja. Und wenn dir das auffällt... Für wie viel haben wir Temflocken gekauft? Eins. Tammy ist ja nicht wirklich guter Händler. Okay. Wow! Wow! Temflocken! Haben will Temflocken! Aber das Studium! Tempel, Temflocken! Warte, drück mal Nein. Es sind drei, ne? Ja, es sind jetzt drei. Aber... Okay, Tim, kauf Temflocken für fünf! Wenn wir jetzt nochmal... Ja, zweimal Nein heißt nämlich, dass du es bereuen wirst. Ah, okay. Das heißt, du kannst das dann nicht mehr, dieses Event kommt, glaube ich, auch nur einmal pro Item oder so. Und, oder random. Ja, weil jetzt kommst du noch für 2G. Aber, Tempflocken sind ein bisschen harsches Business, mein Gott. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Truhe. Okay. Ich habe es leider schon verkauft gerade. Moment. Wir können es neu kaufen. Brauchst du momentan nicht kaufen. Es gibt hier eine ganz, ganz tolle Methode. Und zwar haben wir ein Item, mit dem wir ganz viel Geld schaffen können. Okay. Geh in die Kiste und sag mir, welches es ist. Schneemannteil? Nein. Hundereste? Ja. Verdammt. Nimm die Hundereste mit und leg so viel weg, wie du kannst. Verdammt. Okay, ich glaube, wir haben den Sinn dieser Folge gefunden. Leg einfach Sachen weg. Ja. Oder und isst den Rest, weil wir werden genug Geld haben, glaub mir. Okay. Ist schade drum, ne? Es ist. Komm. Naja. Wir werden genug Geld haben, glaub mir. Wir haben jetzt schon genug Geld. Okay. Trinkst du die Meeressee, du bist komplett geheilt. Und Hundereste. Du verwendest Hundereste. Der Rest deines Inventars wurde mit Hunderesten aufgefüllt. Und ich glaube, wir würden auch eine Hundereste lagern, falls du auch alles verkaufst, okay, auszusehen. Stimmt, ja. Dann muss ich aber wieder. Nee, das geht nicht. Ich muss wieder raus. Wirf eins weg einfach. Wirf eins weg, nimm eine Sache rein, ja, okay, isst stimmt. Das und mach noch weiter mit Hunderesten. Das ist so kompliziert, ne? Ja, das Inventarmanagement ist nicht wirklich toll in diesem Spiel. Okay, je nachdem, wie lange das dauert, wäre ich auch bereit, die Folge zu überziehen. Wie weit sind wir schon mit der Folge? Ich glaube bei 15 Minuten ungefähr. 15 Minuten, okay. Nehmen wir den zum Hasen. Dann werden wir Geld farmen. Moment. Ich glaube, der hätte sofort der Hunderteste lagern können. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Hunderteste zum Verkauf gingen. Schau das mal eben nach. Moment. Je nachdem, wie schnell das dann geht. Ja, das wird in der Runde dauern. Okay, ich fange mal mit den 4 an. Tammy sind nicht gut, keine guten Händler, nein.
Okay. Jetzt wird es wieder in die Kiste gehen müssen. Ja. Ja, Moment, das, falsch. Es ist besser, so, glaube ich, das eins immer im Inventar zu lassen. Ja. Ja, stimmt, wäre besser. Dann wahlweise das billigste. Ich glaube, ich lasse trotzdem eins in der Kiste, falls es mir eben passiert. Ja. Ich glaube, das werden wir dann machen während der Pause. Stimmt, das wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Also eins wieder ablegen. Und schon mal eins klonen. Ja, dann würdest du sagen, erstmal Pause machen? Schon mal? Ja, ich würde das dann in der nächsten Folge okay weitermachen. Also, das müsst ihr dann nicht mit ansehen. Wir melden uns dann zurück, wenn wir genug haben. Bis dahin, Schuss. Tschüss.